So, liebe Leute, weiter geht's heute mit unserem Kernmechanik-Simulator, beziehungsweise Automechaniker-Simulator. Und wir machen heute weiter mit dem nächsten Fahrzeug. Hier haben drei Fahrzeuge hier in der Ding stehen und ich habe jetzt angekündigt, dass wir tatsächlich schon ein bisschen was zu tun haben heute. Und wir fangen auf jeden Fall mit diesem Clio-Verschnitt hier an und gucken uns die Karre einfach mal an, was der so hat. Irgendwas klopft unter dem Motor, aber Motor ist unruhig, Bremsanrichtung muss gemacht werden. Also das ist, glaube ich, noch so das Harmlose. Aber gucken wir einfach mal das ganze Ding an. Okay. Sag mir jetzt bitte nicht, dass das. Hä? Okay. Gucken wir mal. Ach, das Ding hat den Motor hinten? Okay. Dann verarschen. Okay. Why not? Das Ding hat den Motor also hinten. Na dann. Okay, der Motor, aber ja. Okay. Ich sehe, glaube ich, schon ein kleines bisschen das Problem. Ah, gucken wir einfach das ganze Ding an. Oh, warm. So, dann machen wir erstmal den Ansaugkrümmer raus. So, dann gucken wir es. Aber jetzt schon ein bisschen mehr wissen. Motor läuft unruhig. Irgendwas klappt unter dem Motor, aber okay. Gut, Bremsanrichtung ist jetzt nicht das größte Problem. Aber wir gucken uns einfach mal das ganze Ding weiter an. Sieht schon so aus, als hätte der hier unten am Flammenrohr schon ein bisschen seine Probleme. Ja, es sieht schon ein bisschen. Warte mal. Dann nehmen wir das Steuergerät raus. So. Gut, dann geht die Karre einfach so ein Stück weiter hoch, weil wir müssen ja erstmal unter das Auto. So, fangen wir an mit der Abgasanlage. Erstmal das Flammenrohr raus. Da sieht schon irgendwas mit der Bremse aus, aber das ist jetzt noch kein Thema für jetzt. So. Gut. Gut, dann machen wir jetzt mal hinten die Reifen runter, damit wir da ein bisschen weiter wissen. Bescheid wissen. Gut, Bremssattel runter. Bremsbeläge runter und die Bremsscheibe weg. So. Das ganze Spielchen machen wir jetzt mal auf der anderen Seite noch kurz mit. So, weiter geht die Reise. Motor läuft unruhig, haben wir also da liegt es noch nicht dran. Oben ist aber auch noch keine Information, ne? Okay, also gut. Bremsanrichtung, ja, es ist jetzt nur noch. Das, warte mal. Ne, das ist. Warte mal, warte. Da war nämlich irgendwas auf der anderen Seite noch. So. Gut. So, gucken wir mal uns das ganze Ding nach vorne an, ob der nicht irgendwie noch was hat. Das sieht nämlich schon aus, wenn da vorne die Bremsscheibe durch. Ja, würde ich sagen. So, andere Seite noch schnell. Ja. Sieht schon alles so aus, als wäre da irgendwas. Gut. Jo, passt. So, gucken wir mal. Genau, wo ist tatsächlich das Flammenrohr gewesen, okay? Bremsscheibe haben wir. Das heißt, wir müssen jetzt noch was, irgendwas mit dem Motor machen. Das sagt er. Motor ist jetzt irgendwie noch, sagt, läuft unruhig. Okay. Ich glaube, mit dem Auto geht es noch relativ gut. So, gucken wir mal uns das ganze Spiel weiter an. Okay.
Warte mal. Dann ist das für hier Zündspule vielleicht, ja? Zündspule, Zündkerzen vielleicht. Gucken wir uns das ganze Ding mal an. Nehmen wir die mal raus, erstmal die Zündkerzen. So. Den Verteiler hier weg. Die andere Seite sieht noch relativ gut aus. Warte mal. Obwohl, es kann auch sein, dass der Luftfilter durch ist. Gucken wir uns einfach den Luftfilter mal an. So gut, und für mich tatsächlich das erste Mal mit dem Heckantrieb, einen Heckantrieb Platz machen. Also mit dem Heckmotor. Wusste ich gar nicht, dass die Karre tatsächlich erst die Heckantrieb hat. Ich hab schon gewundert, dass der Motor, da fehlt ein bisschen was. Oh ja, der ist komplett durch, der Motor, mit Luftfilter. Okay. Dann lassen wir hier das raus, damit wir vielleicht da drunter kommen können. Okay. Ach, der hat nur. Warte mal, gucken wir mal uns das ganze Ding weiter an. Ja, das war's sogar schon. Gut, dann, geht's heute weiter auf jeden Fall. Gut, da können wir die nämlich wieder reinbauen. Mehr oder weniger, aber wir haben alle Teile gefunden und fangen jetzt tatsächlich damit an, erstmal wieder ein bisschen was zusammen zu basteln. Weil wir müssen, ja, mehr oder weniger, dann kann ich das jetzt nämlich wieder anbauen. Weil das ist nicht das Problem gewesen. So. Dann ist es nämlich nicht die Zündkerze, sondern die Zündspule. Die ist scheinbar erwischt hat heute. Na, komm. Gut. Ansaugkummer. Was ist der Ansaugkummer, den wir mal neu machen müssen? Fragezeichen. Ja. Gut. Fangen wir an mit dem Flammenrohr. Wir brauchen ein Flammenrohr. Flammenrohr V6B Typ A. Flammenrohr. Flammenrohr V6 Typ BA. V6 Typ BA. Wo ist es denn? V8? V6? Ist das Ding hier? Ja, ne? Da ist er doch. Ja, V6 Typ B, ja. Gott, das war hier rein. Ein Teil bestellt. Zündspule Einzelfunken brauchen wir zwei Stück. Zündspule Einzelfunken brauchen wir zwei Stück. Zündspule Einzelfunken. Zwei, aber so ein. So, Luftfilter neu. Luftfilter. Warte mal, haben wir irgendwas Besonderes, was da jetzt irgendwie rein muss? Irgendwas, was ich jetzt speziell wissen muss? Nö, heißt einfach nur Luftfilter. Gut. Weiter. Ansaugkrümmer V6 Typ B Typ A. Nein. Ansaugkrümmer V6 Typ B. Ansaugkrümmer. Saukrümmer. Saukrümmer. V6 Typ BA. Gekauft. So. Kraftstoffverteiler V6B. Kraftstoffverteiler V6 Typ B. Kraftstoffverteiler V6 Typ B. Kraftstoffverteiler. Warte mal. Wollte ich jetzt noch was verlesen? V6B heißt das Ding nur. Okay. Dann ist es das Ding hier. So. Nächste. Bremse.
ABS Hydroaggregat. ABS Hydroaggregat. ABS Hydroaggregat. Bam. Bestellt. $950 kostet Spaß. So, Bremssattel Typ A brauchen wir zwei Stück. Bremssattel Typ A. Zwei Stück und eine Bremsscheibe inbelüftet, habe ich gerade auch gelesen. Brauchen wir nämlich auch noch mit direkt dabei. Bremsbeläge brauchen wir noch. Die Bremsbeläge brauchen wir noch neu einen. So, dann haben wir das auch. Dann bauen wir die Karre wieder zusammen und dann müsste es eigentlich haben. Gucken wir gerade, aber das haben wir bestellt, das haben wir bestellt. Bremsbeläge. Ja, okay. Dann fangen wir wieder an, das ganze Ding zusammen zu basteln. Neue Teile drauf. Entschuldigung. So. Die Drosselklappe neu dran. Dann fangen wir hiermit an, den Kraftstoffverteiler reinzusetzen. Da geht es weiter hier mit, mit der Zündspule einzufunken drauf. So, ebenfalls noch eine Zündspule drauf. Und nochmal eine Zündspule drauf. Gut, dann haben wir das zumindest auch soweit klar. Das kommen wir nur da drunter. Dann heißt, wir gehen mal in den Luftfilterkasten, damit wir die Luftfilter einbauen können. Luftfilterdeckel drauf. Klammer. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4. Oh, da fehlt noch ein Teil. Da vorne sehe ich gerade. Na, bleib. Komm, geh drauf. Jawohl. So. So, perfekt. So, der nächste Teil. Das nächste Teil. Hydroaggregat drauf. Und dann das Steuergerät dazu. Und dann bocken wir die Karre einfach mal auf und setzen uns zusammen. So, eigentlich müsste hinten jetzt alles durch sein. So, Klappe zu. Und weiter geht's mit dem unteren Teil des Autos. Flammrohr rein. Und weiter geht's mit der Bremsscheibe. Bremsbeläge neu. So. Bremssattel drauf. Und die Felge dazu. Nächste Teil, nächste Seite. Nochmal eine Bremsbeläge drauf. Nein, halt, 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 halt. Das wollte ich jetzt, ich wollte jetzt eigentlich hinten. Dann nehmen wir es mal raus. Die Bremsbeläge kommen nämlich nach vorne. So. Die sind nämlich noch gut. Hinten. Ruf. Weiter geht's. Weiter geht's mit der Front. Da gibt's neue eine Bremsscheibe drauf. Bremssattel drauf. Und weiter geht's. So, jetzt doch die andere Seite fertig machen und dann müsste das Auto eigentlich durch sein.
So, hoffe zumindest, dass ich dann alles erwischt habe. So. Gut. Die Felge ist drauf. So, jetzt müsste eigentlich alles erwischt haben. Gucken wir gerade nach, aber nicht irgendwas übersehen haben. Nö, sieht nicht so aus. Auf, da können wir beenden. Ach, die Batterie. Okay. Die habe ich auch ausgebaut, stimmt ja. Da geht die Batterie wieder ran. Ah ja. So, das hat sie wieder ran. Mit was sie zumachen, zumachen können, das Thema. Wurde halt zu. Und dann sollte eigentlich alles passen. Ach, okay. Okay. Ja, gut. Aber wenn da eine Motorabdeckung fehlt, dann muss da irgendwo noch ein Teil. Da muss da aber Minimum noch irgendwas fehlen. Jetzt muss ich wieder irgendwas. Jetzt suche ich da irgendwas wieder, was ist. Das könnte das denn sein? Montage von Teilen, aber wo? Wo habe ich denn da was übersehen? Motor? Inventar, was habe ich denn da übersehen? In dem Auto? Doch alles drauf oder nicht? Bin ich jetzt blöde? Ist doch alle Teil. Ja, es fehlt nur Abhängung, aber da fehlt ja noch irgendwas. Eine Abdeckung fehlt aber. Wo? Oh. Da fehlt nichts am Motor. Du musst einfach in einen anderen Modus gehen. Gut zu wissen. Okay. Egal. Passt auf jeden Fall. Warte mal. So. Inventar. So. Okay. Dann müssen wir jetzt eines haben. Ja. Jetzt haben wir es. Gut. Das Fahrzeug ist geschafft. Wir sehen uns. Warte mal, sehen wir den hier noch drauf kurz. Erste Hebebühne. Gucken wir mal, ob so ein Auftrag noch sagt. Dann. Naja. Machen wir mal wieder an. Setzen wir da mal wieder ein Kampagnenfahrzeug drauf. Gut. In der nächsten Folge kümmern wir uns um dieses Schätzchen hier. Und dann gucken wir mal, was der so hat. Bis dahin. Tschüss.